Zum ersten Mal veranstalteten die Brugger Winzer eine zweitägige Genusstour, bei der man von Winzer zu Winzer wandern konnte und in gemütlicher Atmosphäre die besten Tropfen probierte. Es war auffallend, dass am vergangenen Wochenende viele Menschen durch Brugg an der Leiter spazierten. Der Grund dafür war die erste Genusstour. 6 Weingüter öffneten ihre Türen und luden die Besucher ein, ihre Weine und kulinarischen Schmankerl zu probieren. Wir haben schon ein paar Mal diskutiert in der Weinbauvereinsgruppe, was wir machen können, was können wir anders machen. Bis jetzt war das alles in einen kleinen, also in einen Saal komprimiert. Und gerade wir oder ich auch als junger Papa, junge Familie, haben gesagt, was kommt interessant sein für die jungen Familien. Sage, wann braucht man was, wo man von Betrieb zu Betrieb wandern kann. Natürlich das Wetter heute spielt uns in die Hände. Wir haben sonniges Wetter, ein bisschen Wind ist, das macht aber nichts. Und natürlich nimmst du gerne deine Kinder mit, machst einen Ausflug und tust dabei Wein kosten. Es freut mich ganz besonders, dass hier 6 Winzer mittun. Und es wird ein hartes Wochenende. Freitag und Samstag haben die 6 Winzer offen und man kann die tollen Weine genießen. Wenn die Winzer einladen, ist es natürlich auch immer ein Anknüpfungspunkt, um sich zu treffen, aber auch um die guten Weine unserer Stadt zu präsentieren. Der Wein verkauft sich gut? Aus meiner Sicht schon. Ich hoffe, die Winzer sehen das auch so. Haben Sie heute schon viel verkostet? Ja, wobei ich bin nicht so der Rotweintrinker, sondern eher Weißwein und Rosé. Und alle, die ich bis jetzt getrunken habe, waren sehr gut. Ein bisschen stolz sind wir, weil mit dem Ried Unkerberg, das ist ein Bruckneidorfer Ried, da sind sehr gute Weine für die Brugger Winzer, sage ich einmal. Also ist ja fast wie Heimatsprudel. Also das sprudelt heute auch ein bisschen Bruckneidorfer Tröpfel hier. Das sprudelt ein bisschen Bruckneidorf auch mit, ja. Das freut uns natürlich. Das ist wie immer so. Ja, wie überall sage ich, ein bisschen Brugg, ein bisschen Bruckneidorf und miteinander sind wir gut. Wenn ausgesteckt ist, sitzt man natürlich im Garten, aber natürlich hin und wieder, wenn die Weine frisch sind im Frühjahr, geht man auch mit den heurigen Gästen einen kleinen Kellerrundgang und lässt dann vom Fass oder vom Tank halt die jungen Weine verkosten. Heute sieht man sehr viele junge Leute auch hier, die mögen auch gerne den Wein. Ja, das ist das Interessante. Das Weindrangeln, wie man so schön gesagt hat, das ist vorbei. Oder zumindest bei den meisten, sie schätzen den Wein und wissen auch eigentlich sehr viel. Also ich wundere mich immer wieder, wie sie auf die verschiedenen Sorten eingehen und wie sie das richtig kosten können. Also es ist ein Erlebnis, auch für mich. Das entwickelt sich einfach. Es wird immer besser, immer mehr, immer qualitativ hochwertiger. Die Heugen werden immer schöner. Wir kriegen jetzt schon langsam wieder mehr Heugen. Wir hatten schon vor langer Zeit sehr viele Heugen in Brugg. Und dann waren es ganz wenige. Und jetzt haben wir wieder 2, 3. Und da freuen wir uns sehr. Die Premiere war jedenfalls ein Erfolg. Bis in die späten Abendstunden hatten alle Winzer viele Gäste.